Peggy 18. So, also wie wir gesagt haben, wir nehmen Pfeife und Schrotflinte. Ja. Pistole lassen wir jetzt mal hier. So. Dich lassen wir auch hier. Die gemischten Kräuter. Stimmt, bei dem anderen oben waren auch noch Kräuter. Ja, doch. Nie wobei, da wo wir jetzt hingehen, brauchen wir das wahrscheinlich nicht. Aber es ist immer gut, Kräuter dabei zu haben, ne? Wir nehmen sie mal mit. Ich habe jetzt natürlich... Das war genau das, was ich eigentlich vorhin falsch gemacht habe. Ich hätte erst den Zombie umbringen sollen und dann speichern. Aber hey, egal. Solange ich weiß, dass er da ist, ist eigentlich alles okay. Und wir gehen jetzt raus. Also das mit der Hundepfeife war wohl richtig. Und dann werden wir da ganz schön mal Einsatz von der Schrotflinte machen. Deshalb, das vorher zu wissen, ist immer ganz nice. Auf jeden Fall bin ich jetzt auch gesund. Okay. So machen wir das. Und dann machen wir das. Fuck, ich hab doch auf ihn geschossen. Was will er? Schieß halt. Alter Schwede. Das Halsband. Natürlich nehme ich das mit. Aber was mache ich damit? Das brauchen sie jetzt nicht, okay? Prüfen. Dies ist ein Schalter. Ja. Oh. Eine Münze war im Halsband verborgen. Ah, eine Rüstungsmünze. Das ist der Rüstungsschlüssel. Oh, krass. Nicht steif genug zum Umdrehen. Sieht aus wie ein Schlüssel, ist nicht steif genug zum Umdrehen. Naja, vielleicht passt das trotzdem, Schlüsselimitat. Wie geht's uns? Warnung, wir heilen uns. Ich glaube, bei so einem Hund wäre ich jetzt nämlich gleich ziemlich schnell ziemlich tot. Man kann die Kamera nicht drehen, scheiße, ne? Ach stimmt, da war ich beim letzten Mal. Jetzt laufe ich hier draußen lang. Eine dornige Pflanze, die ich noch nie gesehen habe. Sollte man die Pflanzen vielleicht wegmachen mit unserem Pflanzenzerstörungsmittel? Wäre das vielleicht eine Alternative? Diese Pflanze dazu vernichten? Ich denke, das würde ich gerne tun irgendwie. Brauche ich wahrscheinlich nicht mehr. Nein. Die kann ich ja auch in die Truhe legen. Oder war das dumm? Bin nicht sicher, ob das dumm war oder nicht. Ah, okay, jetzt komme ich hier raus. Gut. Gut, gut, gut. Ja, die kann ich jetzt wegbringen. Die Schroti kann ich auch wegbringen. Das lassen wir nochmal gerade überlegen. Ah ja, hier ist ja auch noch der Kamerad. Schauen wir mal, ob wir den jetzt hier auch mit der Slow-Mo-Taktik entfernt kriegen. Ich glaube, das Geheimnis bei jedem guten Kampf ist die Kameraperspektive. Ups. Oh, der ist schnell. Das ist ein schneller. Nein, nach unten. Stech zu. Ah, warum ist der so schnell? Oh nein, sterbe ich jetzt?
Fuck, ey. Oh. Jetzt ist er wieder langsam. Wieso ist er jetzt wieder langsam? Er ist eher schnell, ne? Weg, weg, nein, jetzt sterbe ich. Ah, wieso geht er nicht weg, Mann? Scheiße. So, ich habe jetzt gerade das Pflanzenschutzmittel geholt. Und versuche das mal hier zu benutzen. Mal gucken, ob das geht. Ja. Der Unkrautvernichter, nein. Eine dornige Pflanze. Und da kann ich den Unkrautvernichter nicht benutzen. Ja, blöd. Dann bringe ich ihn wohl wieder zurück. Und hol mir mal wieder die Pistole. Weil der schnell laufende Zombie da, der war mir doch ein bisschen zu heikel, ehrlich gesagt. Brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr. Was heißt denn wahrscheinlich? Ja, nein, ich leg sie nicht ab. So, jetzt fangen wir mal hier an. Mit Resident Evil. Mal weiter hier sitzt die HD Stream-Aufnahme, sage ich jetzt mal. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier vielleicht ein bisschen weitermachen können mit Jill im Lagerraum. Das wäre jetzt auf jeden Fall noch super interessant. Gucken wir mal. Gut, das letzte Mal war ich hier. Jetzt muss ich mal gerade schauen, dass ich die Farbpatrone wieder weglege. Nicht, dass ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Das ist natürlich irgendwie ungeil. So. Und rein damit. Was habe ich jetzt noch dabei? Das Feuerzeug, die Knarre, den anderen Schlüssel. Oha. Ist nur die Frage, ob ich das Feuerzeug auch mitnehmen muss. Oder soll. Was mache ich? Nehme ich das auch noch mit oder lasse ich es da? Ich bin mir gerade total unsicher, ob ich das brauche eigentlich. Den Schlüssel bräuchte ich auf jeden Fall. Ein bisschen Kraut würde ich auch gerne mitnehmen. Die Pistole. Gut, ich nehme das Feuerzeug jetzt. Nee, ich lasse Feuerzeug da. Wenn, dann komme ich vielleicht nochmal wieder, um was anzuzünden. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier einen Schlüssel mit einem Rüstungssymbol. Denke ich mal, war das. Oder war das der mit dem Prüfen? Ja, Rüstungssymbol, okay. Schauen wir mal, ob wir damit in ein paar Türen reinkommen, die wir bislang noch nicht öffnen konnten. Ich hoffe es ja, dass da irgendwas in der Richtung geht. Wenn ich jetzt vorher schon gefressen werde von 20 Zombies oder so. Okay, da liegt noch der eine Kamerad. Ich glaube, oben habe ich eigentlich schon so gut es geht aufgeräumt. Na, da liegt er. Okay, Schlüsselsymbol. Helmsymbol. Aha, na, ich brauche... Jetzt gehen wir mal zurück in die Haupthalle und gucken mal, ob wir da vielleicht ein paar Türen noch öffnen können, die wir bislang noch nicht öffnen konnten. Okay, der ist auch tot. Da kam ich beim letzten Mal her. Da müsste ich also so oder so durch können. Hier, glaube ich, in der Halle waren jetzt noch ein paar Türen, durch die ich nicht gekommen bin. Die eine Tür hier links, also wenn ich jetzt rauskomme links, die führte zum Balkon. Da bin ich ziemlich sicher. Ich glaube hier drüben in die Tür. Ein Rüstungssymbol. Okay, und warum kann ich den nicht benutzen? Das brauchen sie jetzt nicht. Schlüsselimitation. Was soll ich denn dann mit dem Schlüssel machen? Wenn das als Imitation nicht geht. Also, das ist ja auf jeden Fall der Schlüssel. Ich kann ja da jetzt keinen anderen Schlüssel für austauschen, oder?
Aber er ist zu weich. Sieht aus wie ein Schlüssel, ist aber nicht steif genug. Okay, aber wie soll ich das hinkriegen? Muss ich ihn erhitzen oder was? Oder wie kriege ich das hin, dass der Schlüssel jetzt, dass ich damit irgendwas aufschließen kann? Das muss ja auf jeden Fall, das muss ja auf jeden Fall hier der Schlüssel sein, den ich da irgendwo dafür benutze, dass ich da irgendwas aufgesperrt krieg. Ich muss mal gerade hier den Chat auspoppen, weil ich ja im Livestream bin. So. Ich hoffe, das geht. Genau, dann machen wir das so und so und so. Ich habe gerade gar keinen Plan, was ich jetzt mit dem Schlüssel machen könnte. Ich gucke mal eben nochmal auf die Karte. Ich komme, die blauen Türen komme ich durch. Durch die anderen Türen komme ich nicht. Was ist eigentlich im Erdgeschoss noch anderes? Da bin ich vorhin durchgekommen. Da geht es einmal außen rum. Helmsymbol. Ich muss doch irgendwie den Schlüssel so bearbeiten können, dass ich da durchkomme. Ach Gott, ich habe wieder gar keinen Plan eigentlich. Müsste man sich mal irgendwie informieren. Wo sind eigentlich meine Freunde? Wo ist denn Wesker? Und wo ist Chris? Da war das Symbol, genau, das habe ich ja mitgenommen. Ah, vielleicht kann ich das Symbol mit dem Schlüssel benutzen? Oder was? Hm, das brauchen sie jetzt nicht. Schlüssel reinkommen. Oder vielleicht dann doch den Schlüssel und das komische Dingenskirchens da gemeinsam benutzen. Damit ich... Also ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel mit Rüstungssymbol. Wow! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der ist langsam, den könnten wir eigentlich hinkriegen, oder? Den könnten wir hinkriegen. Komm her. Ah, scheiße. Oh Gott, nicht sterben. Weg, weg, weg. Chill. Nein. Oh, jetzt ist sie tot. Oh. Mm. Gott, jetzt frisst er mich auch noch. Ist ja ekelhaft. Wieso hat er mich denn? Ich werde ihn doch wohl, wenn ich den einmal mit dem Messer ins Gesicht und dann schnell weg. Das hat bis jetzt immer funktioniert. So ein Schmarren. Ja, dann laden wir nochmal neu. Also wenn jemand eine Idee hat, immer raus damit. Besiegen Sie die Angst und überleben Sie. Ja, ja. Wir könnten das jetzt mal versuchen, wenn ich hier bin, ob ich irgendwie die beiden Sachen miteinander kombinieren kann. Ich lege jetzt mal die da wieder rein. So. Und das Feuerzeug auch. Wie viel Kram ich da in der Tasche dabei habe, ist ja unglaublich. Da ist das Symbol. Gucken wir uns das nochmal an. Da kann ich auch nirgendwo was reinschieben oder so. Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassungen ganz abgenutzt. Ja, den braucht man schon irgendwo anders, aber wo? Ich habe halt keinen Plan. Nein, also das kann ich auf jeden Fall nicht kombinieren. Ach, hier geht's jetzt schon schlecht. Deswegen war ich so schnell tot. Weil es der guten Jill schon etwas schlecht ging. Okay, legen wir das Holzpasspartout. Blauer Edel, was ich alles hier dabei habe, aber gerade gar keinen Plan. Was ich damit machen soll. Ein Gewehr, was ich irgendwo aufhängen kann.
Schlüsselimitation. Den Haustürschlüssel. Ich glaube, da gibt es so ein paar Räume, in denen ich noch überhaupt nicht war. Oder doch? Wo geht's denn da eigentlich hin? Habe ich das schon vollends erkundet? Weiß ich gar nicht, ob ich da schon überall war. Unheimlich. Nur alte Möbel. Ah ja. Dieser Raum war das. Warum brennt da eigentlich eine Kerze? Muss hier jemand da gewesen sein, oder? Vermute ich jetzt. Ein Rüstungssymbol. Aber wieso komme ich damit nicht rein? Da ist doch definitiv ein Rüstungssymbol drauf. Ich raff's nicht. Ich muss irgendwie aus diesem Pseudoschlüssel mit dem Rüstungssymbol einen echten Schlüssel machen, weil sie sagt, der ist zu weich. Aber wie kriege ich das hin? Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, genau, da war ich vorhin schon. Helmsymbol. Okay. Jo, den Kameraden haben wir beim letzten Mal das schon klein gemacht. Da ging es dadurch. Da ging es da oben raus. Wo ging es hier rein? Ach, ist von der anderen Seite verschlossen. Oh Gott. Oh, scheiße, bin ich erschrocken. Oh, leck mich. Ah, okay. Der Tod ist erst der Anfang. Genau, da war diese krasse Todesfalle, der man irgendwie schon entkommen kann, muss. Ja. Ach, stimmt, die gehen ja zur Seite. Ah, fuck. Kann ich hier nicht irgendwie. Ah, nee, ich konnte da nicht weg, ne? Ah, ich weiß es. Oh. Ah, genial, Peggy. Ja, natürlich. Mein Gott. Ah, wieso bin ich denn nicht gleich drauf gekommen, dass ich da den Ersatzschlüssel reinpacken muss, damit der Mechanismus... Ah, nice, jetzt habe ich ja den Schlüssel fürs Haus. Jetzt müsste ich ja in die anderen Türen reinkommen. Oh, da wartet ein Zombie auf mich. Eigentlich... Oh Gott! Geh weg! Meine Güte, echt, ey. Ist ja wohl unglaublich hier. Oh, wie sie jetzt alle aufstehen. Ich glaub das ja nicht. Das ist echt ein bisschen krass gerade alles. Find ich jetzt. Da lebt auch wieder einer. Und zwar da unten.
Da hat einer gerade die Tür aufgebrochen, habt ihr das gehört? Oh. Oh. Ich sehe halt da hinten nichts. Fuck, wie viel Leben habe ich noch? Warnung. Eieieiei. Ist er tot? Ja. Lieber mal noch zur Sicherheit mal so reinschießen. Unglaublich. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Schlüssel. Ich würde mal sagen, spontane Speicherung. Wobei, ich habe nicht mehr so viele Farbbänder. Habe ich noch Munition? 5 Schuss? Ich nehme jetzt mal, wir speichern jetzt mal nicht, weil ich weiß nicht, wie viel Farbbänder ich noch brauchen werde. Wir machen jetzt mal Folgendes. Und zwar pfeifen wir uns mal noch ein... Ah, ich habe kein einzelnes Kraut mehr. Das ist ärgerlich. Und ich habe keine Munition mehr. Ja, ich hatte doch noch übelst viele Magazine. Das kann wohl nicht wahr sein. Ich hatte doch noch ganz viel Munition für die Pistole. Ah, da. Oh Gott. Ich dachte mir schon so. Jetzt geht's aber los hier. So, okay. Pistolenmagazin legen wir wieder rein. Die Pistole nehmen wir mit. Die beiden Schlüssel habe ich dabei. Jetzt müsste man nochmal raus. Ja, Warnung. Da reicht eigentlich... Da reicht eigentlich die Aufladung mit dem komischen Kraut. Und das war da oben, wo wir die Hundepfeife gebraucht haben. Soweit ich mich da recht entsinne, war das hier. Oder? Ich glaube schon. Ja, sehr gut. Da kann ich mich aufladen. Jo, heilen bitte. Ja. Okay, krass, super gut. Gut, jetzt ist wieder die Frage, welche Tür kann ich betreten und welche nicht? Wo es zu gefährlich ist? Muss mal gucken. Bin ich auf jeden Fall... Genau, die andere Tür einmal gegenüber von dem Raum hier. Da hinten. Die da. Also ich hatte jetzt 2 Türen. 2 Türen habe ich jetzt auf jeden Fall gehabt, wo ich weiß, da bin ich nicht reingekommen mit dem normalen Schlüssel. Ist so eigentlich besser, das Mikrofon? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Gott, das sieht total spooky aus. Da ist ein Hund. Oh, scheiße. Das ist bestimmt ein Hund. Pistolenmagazin nehme ich natürlich mit. Aber ich wette, dass der so derbst ein Hund ist. Oder doch nicht? Oh, hier werde ich wahrscheinlich das Unkrautvernichtungsmittel brauchen. Oh nein. Ist das unser Kollege? Forrest.
Er scheint schon eine ganze Weile tot zu sein. Ach so, sollten wir vielleicht mal seine Waffe mitnehmen. Granatwerfer. Ja. Nehmen wir mal mit, oder? Granatwerfer. Könnte man vielleicht irgendwann mal... Könnte man vielleicht mal gebrauchen, den einen oder anderen. Kann ich die Pflanze nicht mitnehmen? Es ist keine Heilpflanze. Nee. Komm ich hier? Kann ich hier noch irgendwo rechts oder so? Nee, okay. Aber hier vielleicht. Ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit bei seinem Leichnam rumstehen. Der wird bestimmt... auch bald so. Oh Gott. Oh fuck. Das war so klar. Lauf. Lauf, Mädchen. Oh, wieso ist der so schnell? Fuck. Oh Gott. Kraut mal. Gut, und dann beende ich jetzt auch mal schnell die Aufnahme.